Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wieder mal Shakes and Fidget Remastered. Und was soll ich sagen? Wir haben es geschafft, die Woche ein bisschen was zu tun. Ja, wir sind jetzt nicht meilenweit vorgekommen, aber wir haben ein bisschen was Neues geschafft. Und zwar Level 41 haben wir hingekriegt und haben auch schon wieder einen Gilden Raid bezwungen. Für den heutigen in circa 2 Stunden oder 1 Stunde bin ich auch wieder angemeldet und hoffe mal, dass es klappt. Ich glaube, jetzt werden es richtig schwere Gegner. Mittlerweile seht ihr vielleicht hier, wir haben neue Offiziere, ja, einen neuen Offizier dazu bekommen. Ich bin mittlerweile auch ein Offi und habe den Posten des Gildenleiters weitergegeben vorübergehend. Warum habe ich das gemacht? Und zwar kann man jetzt nur noch zu Raid sich anmelden ab Stufe 50 irgendwie. Und ich habe gesagt, kein Problem. Ich gebe mal den Lead weiter, weil wir ihr hier seht, haben wir einige, die natürlich mehr Zeit und mehr Erfahrung haben in dem Spiel und mehr Gas geben können. Und an die wollen wir uns natürlich halten, an denen wollen wir natürlich quasi mitgeschleift werden, vor allem ich. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier quasi nur noch Offizier erstmal. Ich habe aber auch schon wieder einen Plan, wie es weitergeht, denn natürlich ist Leveln das Allerwichtigste. Oh, mal schauen, ob wir den besiegen können. Ich glaube es nicht, aber mal gucken. Leveln ist das Wichtigste und da will ich jetzt erstmal Gas geben. Das ist so mein großes Ziel. Oh oh, wird eng. Ah, ah, ei, nein! Wir haben verkackt, weil er einmal verfehlt hat. Okay, Leveln ist aber das große Ziel aktuell und ich habe es ja schon im letzten Video gesagt, die anderen geben da richtig Gas. Ich bin da noch nicht so krass. Schauen, ob wir die Fledermaus killen können. Und deswegen nutze ich jetzt natürlich vor allem meine Festung, die zeige ich euch gleich für XP. Und ich werde jetzt auch mal ein paar Pilze einsetzen, weil ich einfach gesagt habe, komm Leute, ich muss jetzt mehr Missionen machen. Ich habe halt in letzter Zeit nicht immer jede Mission hier geschafft. Deswegen zeige ich euch das gerade mal. Die Akademie bin ich am Ausbauen. Hier, zack. Zack. Schnell meine Bogenschützen wieder reinholen. Kampfmagier reinholen. Dann habe ich hier noch ein paar neue Soldaten. Wie schaut's aus? Oh, mit 15 Soldaten gut. Gegner wechseln. Aha. Mit einem Soldat angreifen. Ah, ich liebe den Trick einfach, Freunde. Das ist geil. Zack. Mit 3. Jawohl. Oh, die hat aber viel Leben hier, die alte Burg. Ah, das haben wir noch hingekriegt. Okay, ja, nehmen wir an. So, weil ich jetzt eh quasi, es ist jetzt abends, ich werde jetzt nicht mehr lang spielen, ich werde irgendwann mal ins Bett gehen. Ich brauche die jetzt einfach auf. Und freue mich dann hoffentlich nochmal über Loot. Jawohl. Und kann jetzt quasi für morgen schon wieder oder für vielleicht heute Abend, wenn ich nochmal reinschaue, kann ich dann da wieder meine Soldaten verwenden und einfach noch ein bisschen aufsteigen, damit, ja, in 6 Stunden wird wohl heute nicht mehr reichen. Das wird dann morgen sein. Werde ich dann morgen früh halt weiterbauen. Dann ist endlich wieder meine Akademie am Start. So wirklich weiß ich gar nicht, was ich weiterbauen soll. Die Edelsteinmine wird nicht weitergebaut erstmal. Ich schätze mal Magierturm oder Schmiede. Wobei ich mit der Schmiede auch noch nicht so viel anfange. Oh, Edelstein suchen ist auch wieder drin. Ich bin echt mit dem Gold so hinterher. Und ja, bin immer ein bisschen am Ausrasten. Was jetzt geil ist, wenn ich jetzt ins Bett gehe, habe ich jeden Tag quasi, jeden Abend 500 Gold schon mittlerweile zur Verfügung und ich mache es dann immer so, ich weiß halt, dass ich 7 Stunden penne, dann abends, zack, mache ich das rein, wenn ich dran denke natürlich und dann morgens, wenn ich aufstehe, versuche ich halt erstmal kurz eine Mission zu machen, eine Arena, ein Dungeon und dann quasi in den Tag zu starten, indem man arbeitet und dann habe ich wieder keine Zeit währenddessen, also mache ich dann wieder ein bisschen Stadtwache. Eigentlich sollte dadurch viel Gold kommen, leider bin ich wie gesagt oftmals so, dass ich nach der Arbeit denke, oh shit, ich hätte eigentlich zur Stadtwache gehen können. Ich muss mich da irgendwie besser dran erinnern und das mal noch ein bisschen schlauer organisieren. So, was gibt am meisten XP? Mhm.
sagen, wir machen den hier mal. Ja, ansonsten guten Abend. Läuft unser guter Drachengreif noch. Verlängern gibt eine Umweltprämie. Null. Unser Drache bleibt auch erstmal. Damit sind wir halt viel guten schneller. Abend. Wie ihr hier vorne sehen könnt, könnt ihr mal eine Meinung dazu hinschreiben. Dieser Trank des ewigen Lebens, der hört sich mega OP an, aber ich weiß einfach nicht, ob ich es mir leisten sollte, sowas zu holen. Ja? Das ist nicht günstig, deswegen die Frage an euch, würdet ihr solche Tränke kaufen, wenn sie es gibt? Ich glaube, ich werde mir jetzt den mal holen, einfach damit ich mal einen auf Kante habe. Und hier, keine Ahnung, Geschick. Das ist halt auch einer von den Guten eigentlich. Wenn ich wieder Gold hätte, könnte ich mir den eigentlich auch holen. Ich weiß, ich brauche zwar eigentlich kein Geschick als Main-Stat, aber halt besser als gar kein Stat erhöhen, denke ich immer mal. Bringt dann halt vielleicht im Def was. Ehrenmäßig sieht es auch richtig top aus, Freunde. Immer noch 95%. Die Top. Ich war mittlerweile sogar schon ein bisschen besser. Da war ich auf 96 irgendwas. Bin dann aber auch wieder abgestiegen. Ja, mein Büchle. Das geht nicht voran, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dieses Buch hier vorantreiben sollte. Irgendwie, keine Ahnung. So, andere haben gemeint, man kann einfach die Bücher der anderen anschauen und dann sieht man quasi zum Beispiel bei den Waffen, was einem noch fehlt. Aber ich habe noch nicht so den Dreh raus, wie ich das effizient machen kann, damit ich da keine 5 Stunden brauche, um zu sehen, ja, was jetzt wirklich fehlt. Weil wenn ich mir das so angucke, Spielzeugschwert, Nagelkeule, was sind das? Warrior-Waffen, Meucheldolch, ja gut, handliche Axt, So, keine Ahnung. Und später dann? Also ich glaube, ich brauche halt noch so viel, dass es nicht wirklich, wie soll ich das eingrenzen? Das ist so meine große Frage in der Richtung. Wenn ihr da vielleicht einen Tipp habt, das wäre geil. Guten Abend. Ja, noch schön ein Glücksrad drehen hier. Komm schon, Pilzi. Ah, Erfahrung, noch besser. Ja, meine Lucky Coins spare ich mir gerade noch auf. Von der Werbung da. Da gönne ich mir mal noch. Ich denke, ja, wenn ich irgendwas wieder brauche oder so, wenn ich, keine Ahnung, gerade kurz davor bin, was zu erreichen, und mir fehlt hier noch ein bisschen Holz oder Stein, dann werde ich das mal einsetzen. Aber die anderen Dinge sind jetzt nicht so meins. Ja, so Pilze wären geil, wenn ich die kriege, super. Aber Gold kriegt man ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, von alleine. Und ja, Erfahrung kommt so oder so durch alle anderen Aktionen. Deswegen hoffe ich da eher, vielleicht wegen Stein oder Holz, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal sagen, für was ihr das aufbewahrt. Weil die meisten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagen, ja, das mache ich immer erst am Schluss, wenn ich nichts mehr habe und so. Ich quasi alles am Tag gemacht habe, dann rolle ich da noch einmal. Aber den Sinn habe ich nicht so ganz überschaut. Den Sinn habe ich nicht ganz durchschaut, wollte ich sagen. Wie sieht's aus bei der Treibsanduhr, der Ungeduld? Haben wir jetzt auch wieder 6. Die sparen sich bei mir immer nur langsam, weil ich die meistens halt benutze. Ne? Wenn ich dann irgendwie auf der Arbeit, dann habe ich mal Pause 3 Minuten und dann reicht es keine Mission. Und dann mache ich halt eine mit dem Ding und dann die andere zum Abends abholen oder so. Das ist dann immer sehr ungeschickt für mich. So, zu den Stats. Ja, die Preise sieht man. Stärke ist mittlerweile richtig teuer für mich. Ausdauer geht eigentlich, um es ehrlich zu sagen. Da kann ich noch ein bisschen rein investieren. Ausdauer muss auf jeden Fall auch noch hoch. 57k Life. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die auf meinem Level sind, immer viel mehr Ausdauer haben und viel mehr Stärke, die Magier. Aber ja, geartechnisch bin ich ja auch noch voll hinten, weil ich eben halt, ist einfach das Dümmste, was ich je machen konnte, dass ich quasi mir nicht mal Sockel leisten kann. Weil ich einfach das Ding zu hoch geskillt habe. Das regt mich echt auf, dass ich da so blöd war und quasi die Mine zu hoch geskillt habe. Edelstein, 17 Pilze, ja genau. Sparer, schwäbische Sparer. Wir machen keine 17 Pilze. Ja, das geht nicht. Das kannst du doch nicht machen. Nächster fertig in 3 Minuten. Stufe meiner Soldaten 25. Kurz mal gucken, die Verbesserungen. Bogenschützen und hier auf Stufe 28 verbessern.
Das hört sich schon interessant an. Ich glaube, ich werde es mal morgen probieren, dass ich die mal alle push. Vor allem meine Def, weil ich werde jedes Mal gekillt. Aber ich weiß auch nicht so, ob es bringt, weil ich glaube, wenn die mich ausrauben, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil man kriegt schon die Sachen relativ schnell wieder zurück. Ah, das ist so. Ja, schwierig. Grüner Knoll. Aha. Aha. Zack. Oh je. Geil. Hier drüben. Oh, 11.000 EP ist halt schon nice. Oh, 15.000 EP. Die nehmen wir direkt. Und wir haben wieder eine Treibsanduhr bekommen. Ja, sauberle. Wir können einfach nur die 11k. Brauchen die EP, Leute. Es wird Aha, da gestopft. bist du ja. Ah, 7.000 EP und 200 Gold oder 6.000 und 100 Gold. Ah. Du siehst irgendwie so gar nicht Stoffen. abenteuerlich. Ich suche jemanden für ein Abenteuer, das bestanden sein will. Ja, wenn man die 6 überspringen die. Mein Mut und meine Stärke sind euch wohl bekannt. Rüstung und Ausdauer. Nee, eher nicht, Brudi. 10 und 5, 10 und 6, 7 und 9. Das ist wieder unsere Mission. Geil. Nichts drängt zur Eile. Wir haben noch den ganzen Tag Oh, vor uns. 16.500. Das ist meine XP. Die wollen wir. Zack. Oh, schön, schön, schön. Da können wir gerade Abracadabra. weitermachen. 15.000. Da haben wir noch 5 Minuten übrig. Das ist gar nicht so dumm. Da bist du ja. Stärke 31, Geschick auch gut. Und Stärke. Ah, der wäre schon viel besser. Hat er einen Sockel gehabt? Kannst du mir helfen? Nee. Egal, dann nehmen wir nicht. Wobei eigentlich, ja doch, da habe ich ja einen Sockel drin. Das ist schon, wäre schade. So, dann nehmen wir also hier die 9000 XP für 5 Minuten. Das hört sich ganz gut an. Und es läuft. Wir schaffen vielleicht Guten hier noch im Abend. Video Level 42. Das wäre Guten jetzt natürlich Abend. Premium. Oh, 17.000. Ja, moin. Das Hammer. Komm schon, Spinnchen. Ah, easy. Das wäre halt der Hammer. So gut. Zack. Ui, 42. Da geht's weiter. Brauchst du was? Schaden und Intelligenz und Sockel. Ah, eigentlich nicht, ne? Was ist denn das Ding wert? 105 Gold. Es wären 300 Gold mit einer Mission. Aber goldtechnisch geht's uns ja eigentlich jetzt schon viel besser wie am Anfang. Ich mach die und dann habe ich noch eine 2 Minuten 30 übrig. Und vielleicht haben wir Glück und es kommt noch eine schöne. Was denn, schon Feierabend? 2k XP. Ne, das sind jetzt alles so Lappenmissionen. Egal. Wir nehmen die hier, gibt ein bisschen mehr EP. Die lasse ich jetzt auch durchlaufen, weil, keine Ahnung, die 2 Minuten kann ich noch warten. Wenn ich nachher Video mir dann noch angucke und hochlade, habe ich da eh noch ein bisschen Zeit. Ich versuche jetzt übers Wochenende, heute ist ja Samstag, versuche ich jetzt noch Level 43 oder 44 in Angriff zu nehmen. Ihr seht ja, ich nehme jetzt echt mal Pilze in die Hand, weil ich will wirklich jetzt vorankommen. Ich will jetzt Gas geben und habe jetzt keinen Bock zu warten. Ich will einfach zumindest gildentechnisch ja, mal wieder Anschluss finden, damit ich auch bei den Raids und so ein bisschen nützlich bin oder nützlicher. Und ja, alles andere kommt von alleine bei dem Game. Deswegen, jetzt wird Gas gegeben, jetzt wird jede Chance genommen, dass man ein bisschen die EP steigern. Und ich glaube, im letzten Video waren wir da 36 oder 37. Das heißt, wir haben also 5 Level jetzt geschafft in der Woche. Bin ich mal gespannt, wie viel Level wir schaffen bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Video und der nächsten, ja. Der nächsten Beichte. Dann werde ich euch wieder erzählen: Hey Leute, ich hatte nicht so viel Zeit und ich habe es irgendwie vercheckt. Ne, im Ernst, Leute. Ich muss da jetzt echt gucken, weil es kann doch nicht sein, dass die halbe Gilde hier, guck mal, 114, 112, 89, 88, 78, 65, 112, 95, 83, 72. Das ist alles Community, Leute. Es gibt hier so ein paar, die spielen halt nicht so oft oder sind halt nicht so am Start, was ja auch okay ist. Aber die anderen hier sind übelst die krassen Jungs und. Ah, das trägt mich einfach auf. Da muss ich auch noch hin. Ach so, kann ich hier jetzt mittlerweile was ausbauen für 250 Gold? Hey, eigentlich sollte ich das ja machen als Gildenleiter. Ah, komm. Brauchen zwar unser Gold, aber ihr wisst ja, alles für die Gilde. So,
Ich danke euch jetzt mal fürs Zuschauen, wer sich's bis zum Ende reingepfiffen hat. Vielen, vielen Dank, Bro. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich dann hoffentlich Level 50 bin und ja, noch mehr Kohle machen kann damit. Also, haut rein, ciao.